Hinterlaufen. In dieser Übung wollen wir sowohl das Hinterlaufen als auch die Orientierungsfähigkeit der Spieler trainieren. Dazu benötigen Sie den im Bild ersichtlichen Aufbau und mindestens 8 Spieler. Bei dieser Übung dauert es ein wenig, bis der Ablauf verstanden wird. Seien Sie deshalb geduldig. Noel, spielst du ihn an und läufst auf seine Position. Komm, hochspielen auf seine Position. Stoppen den Ball, spiel den Baldwin an, geh auf seine Position. Du spielst den Ball raus, hinterläufst im vollen Tempo. Du spielst den Ball hier rein, du lässt den Ball prallen, spielst ihn hoch und du wechselst nach oben. Du kommst hier entgegen, du wechselst rein, du spielst den Ball raus, hinterlaufen, hopp, klatschen lassen, Lewis nach oben, du bleibst stehen. Der hinterläuft, bleibt stehen. Nun eine Variante. So, jetzt haben wir hier einen Ball und da draußen einen Ball. Jetzt funktioniert das Ganze mit 2 Bällen. Das heißt, wenn du hier rein spielst, du spielst hier rein, ja, und läufst hier rein, musst du aufpassen, weil da spielt dich dann der Nächste an. Ja, dann lässt du den Ball hier prallen und dann kommst du erst zum Hinterlaufen. Versteht ihr? Also musst du in beide Richtungen Fußball spielen. Capito? Ist nicht ganz einfach, da kommen immer 2 Bälle. So, wenn du rein spielst, rufst du ihn? Capito, er müsste jetzt zusammenhelfen. Sobald Sie einen flüssigen Ablauf der Übungen erkennen können, können Sie das Ganze im Wettkampf durchführen.